Hallo, ich bin Alice Melcher und wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem DFG-Forschungsprojekt bei der GESIS, dem Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften am Standort Köln. Und das Projekt, mit dem ich mich gerade beschäftige, untersucht die Auswirkungen von Digitalisierung auf die Qualifizierung, den Arbeitsplatz und die Beschäftigung. Das heißt, wir gucken uns beispielsweise an, inwieweit verändern sich Berufsbilder oder die Berufsausbildung aufgrund von Digitalisierung. Warum wir das Ganze in Köln machen, zum einen, da GESIS einen Standort in Köln hat, zum anderen, da wir glauben, vor allen Dingen auch für den Projektkontext, beispielsweise durch die Ausbildungsbetriebe und auch die Universitäten hier in Köln, ein gutes wissenschaftliches Netzwerk hier zu haben, aber eben auch einen guten Feldzugang für unsere empirischen Erhebungen. Was mich auch schon zu der Frage bringt, wie ein Projektstart unter Pandemiebedingungen verlaufen kann. Hier ist es so, es ist natürlich ein Projektstart. Das heißt, wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit theoretischen und konzeptionellen Arbeiten und sprechen uns ja gegenseitig ab. Das heißt, das läuft momentan vor allem virtuell. Was jetzt nicht so viel anders laufen würde, wäre keine Pandemie, da wir einfach an zwei Standorten sind. Das heißt, das Projekt läuft in Köln und in Mannheim. Der größte Unterschied ist, glaube ich, für uns, dass die empirische Erhebung, die wir vorhaben nächsten Sommer, die Erhebung in den Betrieben direkt vor Ort unter Pandemiebedingungen sehr anders ablaufen wird. Das heißt, wir können nicht mehrere Tage oder Stunden in den Betrieb gehen und direkt die Leute vor Ort beobachten und interviewen. Ein anderer Aspekt ist das Kennenlernen und Vernetzen. Es ist nicht nur Programmstart, sondern es ist für mich auch ein Start bei der GESIS. Ich bin neu bei der GESIS, ich bin auch neu in Köln. Das heißt, der ganze Anfangsprozess, das Netzwerk aufzubauen, Leute kennenzulernen, die Arbeitsstrukturen kennenzulernen, ist unter Corona ein bisschen schwieriger. Vorteil, den ich aber auch sehe bei virtueller Kommunikation oder virtueller Zusammenarbeit, ist vor allen Dingen die Asynchronität. Also man hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit, über Argumente nachzudenken, Argumente zu untermauern, mit Links, mit Dokumenten. Das heißt, auf eine E-Mail muss ich nicht sofort antworten wie bei physischen Treffen, sondern habe ein bisschen mehr Zeit. Und ja. Soweit dazu, dem Arbeitsalltag der Wissenschaftler in Corona-Zeiten. Dankeschön. Ciao.